Warschau, die Hauptstadt Polens, wird noch unterschätzt. Jedoch ist sie mittlerweile eine pulsierende Metropole mit innovativer Gastroszene. Der perfekte Ort also für die Gastrobits 2015. Unter dem Motto Touch Me in Warschau wurden rund 350 Teilnehmern besondere, erfolgsorientierte Impulse vermittelt. Die Referenten waren, wie man es gewohnt ist, von der Gastrobits sehr hochrangig und boten interessante, unterschiedliche Zugänge zu relevanten Erfolgsthemen. Gestern noch bei der Kneipentour mit dabei, hatten wir ein paar Teilnehmer unterhalten und wie aus einem Mund haben die gesagt, und ich kann das bestätigen, dass hier eine Atmosphäre herrscht der Freundlichkeit, des Zusammenseins, des Networkings, und das sieht man ganz, ganz selten in so einer Art und Weise. Die Sponsoren sind sehr wichtig für das perfekte Gelingen der Gastrobits. Diese präsentierten sich wieder höchst professionell beim interessierten Fachpublikum. Das heutige Highlight war die erstmalige Verleihung des Young Biz Award. Junge kreative Gastro-Ideen und Konzepte finden so eine neue Plattform. Ja, es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Es hat mir extrem gut gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Preis. Ich werde bestimmt wieder dabei sein. Es ist ein tolles Event für die Gastronomen. Der Award wurde das erste Mal vergeben. Sehr schön ist es, dass es aus der Branche heraus kommt. Also eine Erkennung, die wirklich aus der Branche kommt, ist nochmal erfreulicher vielleicht um einiges, weil einfach hier sehr, sehr viele langjährig, sehr erfahrene Unternehmer da sind. Und wenn die dafür einen stimmen, für einen, der ein relativ junger Markt ist, dann ist es einfach ein sehr schönes Zeichen. Das Programm war, wie immer, sehr umfangreich. Sehr beliebt darunter auch die Best of Warschau Lokaltour. Veranstalter Herbert Stahl ist wieder einmal eine unvergessliche Gastrobits gelungen. Ich muss ihm ganz herzlich zu dieser Veranstaltung gratulieren und vor allem, dass es sie jetzt 21 Jahre, wie ich gehört habe, gibt. Ich war ja mal früher bei der Volksbank tätig und habe ähnliche Veranstaltungen dort organisiert und weiß, wie schwierig es ist, gerade dass ein Unternehmer auch herausbringt, aus ihrem Unternehmen und an solchen Dingen teilzunehmen. Und es war wahnsinnig schöne Netzwerkgeschichte, ist Herausforderung für alle, um wirklich sie auszutauschen und schauen, was am Markt passiert. 2016 findet die Gastrobits übrigens in Barcelona statt.